Hallo zu einem neuen Video. Ja, ich zeige euch mal etwas und zwar erstmal unsere schöne Blühwiese oder Blühwiese, Blühbeet, so rum, ne? Also da habe ich ja so eine Blumen- oder so eine Blühmischung angesät. Soweit sieht die aus. Da blüht schon was und da letztens oder gestern hatten wir Regen. Richtig schön viel. Habe ich glaube ich noch nicht so gezeigt. Hier hatte ich ja letztes Jahr so eine Blühmischung eingepflanzt oder angesät, eher gesagt. So ein bisschen kommt auch noch, ne? Wie da. Da die beiden Hohen da oder die Hohen, glaube ich, die kommen da auch noch her. Und hier, ich glaube, weil die Hunde da mal ab und zu drin sind. Das müsste eine sein, irgendwie so was von der Blühmischung, ne? Und dann hatte ich da ja noch Gras drin und deshalb kommt da jetzt auch noch Gras zwischendurch. Aber ich denke mal, dass ich da nochmal wieder so eine Blühmischung reinmache, die mehrjährig ist. Ja, mal sehen. Weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Ich glaube, da sind Schlieren drauf, oder? Ich hoffe, so ist besser. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich glaube ja nicht so. Halt Kamera. Von hier kann man es erst recht nicht sehen. Da fliegen überall, da irgendwo, fliegen Wespen rein. Ja, da so, irgendwo da haben sie sich ein Nest da gebaut. Und ja, das ist nicht das einzige Nest. Wir haben ein paar mehr hier. Und zwar, also auch an ungünstige Stellen, sagen wir mal, ne? So da an der Haustür. Da. Ja, sieht man. Das ist uns vorher gar nicht aufgefallen. Wir sitzen ja da öfters. Saßen da öfters zum Grillen halt, ne? Gut, da kam dann mal die eine oder andere Wespe mal vorbei. Ja, gut, aber das ist dann halt so, ne? Außerdem bin ich gerade von Arbeit gekommen, nur mal so zur Information. Deshalb laufen die Hunde hier ab und zu mal durch. Weil die anderen sind halt noch nicht da. Und ja, der Erste, der wieder kommt, der lässt natürlich die Hunde raus. Und dann, damit man das so sehen kann, da oben, oh, da sind ganz viele, da sind auch Wespen unterm Dach. Naja, ist halt so wie es ist, ne? Und dann hatten wir ja Samstag, oder Sonntag? Ne, Montagmorgen hatten wir, ja, also gestern, heute ist Dienstag, hatten wir kräftigen Regenschauer und ja, hat es da wieder durchgetropft. Das Dach haben wir auch nicht zu, nicht zugemacht, nicht, noch nicht mal sauber gemacht. Noch nie sauber gemacht. Und ja, war da irgendwie ein bisschen verstopft und dann ist es hochgestiegen und dann halt unten rein und dann lief das wieder raus. Ist halt so, wie es ist, ne? Genau, soweit dazu dann zum Heuwender. Och, Chico, muss er gegen pinkeln? Da. Der Reifen, der sieht ja ein bisschen schief aus. Ich weiß gar nicht, ob das auf der Kamera auch so rüberkommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Rad, also der Reifen, ne, also der Schlauch, nicht der Schlauch, sondern der Mantel, ja, so ein bisschen halt sich so verdreht, weil da halt nicht richtig Luft drauf ist, ne, dass das auf der Felge wackelt. Oder was ich eher so den Verdacht habe, dass da das Lager kaputt ist, also das Radlager. Habe ich geguckt, gibt's neu. Costa Quanta knapp 42 Euro. Ich weiß nicht, ich will den erst nochmal ankuppeln und dann hatte ich glaube ich auch noch gerade erwähnt, dass ich dann Verdacht habe, dass das kaputt ist schon, aber da hat glaube ich noch nicht nachgeguckt, wie teuer so das Lager dann wäre. Also, ne, 42 Euro ungefähr. 41 Euro im Fahrzeugkasten, also, ne, 42 Euro. Genau. Hier steht der Trecker. Die eine Heumiete ist jetzt leer. Hatte ich im letzten Video auch erwähnt gehabt. Das Ballenvlies hatten wir einmal auf dem Paddock,
damit das eben einmal abtrocknet. Und dann sollen die Pferdchen hier sein. Zumindest. Ach, die stehen da hinten im Schatten. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Da hinten stehen sie. Komme ich jetzt auch so nicht hin? Sind denn da nämlich noch beide? Oh, nicht so hoch. Ein Tier über den Zaun hüppeln. So. So, dann gehen wir mal hier hinten. So. So. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, sonst versuche ich das mal vielleicht ran zu zoomen. Da hinten ist die Freya. Freya! Will nicht hören. Wo ist denn der Kleine? Nicht, dass der auf Wanderschaft ist. Wollen wir mal gucken? Wir gucken mal eben hin. Kann ich auch nochmal eben richtig Wasser gucken? Ne, das ist halt so alles, was man halt. Hobby ist zwar nicht und mein Hobby, sag ich mal so, aber Hobby, das man ja auch betreut. Was ist noch genug da? Kann ich euch gleich auch nochmal zeigen. Und auch Knoten hier. Ich nehme euch mal mit, vielleicht schneide ich das auch. Ah! Sollte so, wohl so reichen. Ja, da ist Wasser genug. Ja, weil das gestern so geregnet hat, hoffe ich jetzt, dass auf der anderen Wiese noch ein bisschen, ja, das Gras doch noch mal ein bisschen wächst. Gucken wir mal. Da hinten steht sie im Schatten. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Bestimmt kann man das gleich sehen. Hier haben wir mal so ein bisschen gemäht für Freya. Die hat immer Gras dazu gekriegt. Freya! Hallo! Na du! Oh, das ist Ressorti! Und ich, seht ihr den? Der liegt da unten. Na? Ihr beiden? Mal los! Da! Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. 3 Wochen? 2, 3 Wochen? Na du! Hallo! Guten Tag. Guten Tag. Nicht knabbern. Hallo Freya. Na du. Nicht knabbern. Es tut nämlich weh. Ja. Ja. Ah, Bremse, wa? Ich wollte die Bremse wegmachen. So. Hier sind auf jeden Fall viele Bremsen. Da sind sie, die beiden. Bleibt da. Ey. Nee. Nicht mehr in den Hacken laufen. Mann, 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 Mann. Was wollt ihr eigentlich? Ey. Nicht, dass du mich hier noch im Po beißt. Davor habe ich ja so ein bisschen Respekt, ne? Ja, auch vielleicht ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon mal vom Pferd gebissen worden ist oder geknappt worden ist. Sagen wir mal so, die beißen ja nicht richtig mit. Ja, natürlich machen das wir ja auch. Aber die meisten wollen das halt nicht beabsichtigt machen. Ne? So. Da sind sie. Ich hab's geschafft. Bleib da. So. Schön Hähnchen. Boop. Das ist geil bei so einem Magnetfuß. Ach ja. So, einmal zubinden hier, ne? Oh, pass auf! Ist jetzt gut gewesen hier, was ich jetzt hier gemacht habe? Na, jetzt laufen sie natürlich wieder weg, ne? Jetzt sieht ihr wieder nichts. Da sind sie. Toll, jetzt ist es ganz ab, das Band, oh nein! Kann ich das noch mal wieder reparieren hier? Wurde doch schon mal repariert. Komm, einmal geht noch, ne?
einfach hier meinen Heuband zusammengeflochten, ne? Oder zwei oder so, drei, ne? Zumindest solche Heubänder zusammengeflochten und fertig. So. Das ist auch nur so, damit das halt ein bisschen zu ist. So, seid ihr schön artig da, ne? Weiß nicht, sieht man das? Ärgert er jetzt Mama? Sorti! Ich glaube, der Mann ist ein Junge, ne? Hat nur das eine im Kopf. Früh 70 oder wie sagt man so, ne? Ah, ja. Wir haben es heute Mittwoch, kurz nach 3:30. Ich mache jetzt gleich den Trigger an, räume eben die eine Tränkschale da weg, weil da ja der Erdhaufen ist. Da will ich dann irgendwie eine Schaufel oder zwei Schaufeln Erde mitnehmen, um die Löcher in der Wiese zu machen. Und ja, dann lade ich ein paar Äste. Und da erzähle ich jetzt nicht viel, ich mache nebenbei die Kamera an und zeige euch so ein paar Szenen. Oder zeige ich, wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Aber werdet ihr schon sehen.
ist heute Samstag, späten Nachmittag oder 20 vor 5 oder so. Gestern habe ich den Pferdelinger wieder abgeholt und habe eine Kommode für mich abgeholt oder gekauft, eher gesagt. Und ja, so eine Kommode kostet ganz schön viel, wird irgendwann nochmal gezeigt. Und wenn nicht im Moment in diesem Video, sondern später. Brauchte ich, hatte ich schon mal, glaube ich, irgendwo im Video mal erwähnt gehabt. Dann habe ich noch teuren Sprit gekauft, obwohl es ging eigentlich, aber ja, für 5 Liter über 10 Euro bezahlt. Naja, die guten Zeiten waren mal, wa? Für den Heuwender habe ich jetzt Sachen bestellt. Und dann gab es noch was. Das zeige ich euch auch noch. Ups. Und zwar ist ja das Ersatzteil da. Und das wollte ich euch jetzt zeigen. Hier ist es drinne. Oh. Ich blende euch mal weg. Ich halte euch mal weg. So. Ja, hier sieht es halt immer noch ja, so aus, wie es aussah. So, kann ich euch holen. Da ist es. Das sieht sogar ganz gut aus. Natürlich, ne, ist kein Neuteil, ne. Und ich weiß gar nicht, ob ich das so rankriege. Ohne mich kurz auf die Träge zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Aber da oben drin ist so ein Lager drin. Und das ist sehr teuer, das ist super. Und ja. Jetzt gibt es nur ein kleines Problem. Ja. Einigen altbekanntes Problem. Lieferzeit ist erst ab 1. August. Genau. Aber so andere Scheiben habe ich bestellt. Ups. Diese Scheiben, die da sind. Und da ist noch so ein kleines Lager. Das hat auch Ende oder Anfang August erst Lieferzeit. Diese Passscheiben habe ich aber. Dann setze ich einfach das neue, den Zahnkranz, nämlich runter. Ne, den tausche ich einmal. Würde ich sagen. Mal gucken, gucke ich mir sonst nochmal an. Und dann wandert das erstmal so wieder da rein und dann, ja. Und alles andere, was so Großteile sind, ja, kostet alles viel Geld. Ist halt Landmaschine, ne? So eine Radnabe, ist kein Lager, sondern eine Radnabe richtig, wo das drinnen läuft. Habe ich ja gedacht, dass das eine kaputt ist. Hatte ich ja schon erwähnt gehabt. 42 Euro. Also im Angebot, sonst knapp 50 Euro. Und ja. Sonst das andere geht eigentlich noch. Mantel und so, weiß ich jetzt gar nicht. 30 Euro und so, ne? Und dann haben wir noch neuen Zugang gekriegt. Und zwar, das zweite Fohlen ist da. Das ist Teffer. Das ist die Mutter zu ihr da. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau den Namen. Habe ich jetzt leider vergessen. Hey, lass das. Irgendwas mit B, glaube ich, war das. Ich weiß es nicht mehr. Ich und Namen, das dauert immer ein bisschen, bis ich die Namen da drauf habe. Naja, ist so. So, dann hatte ich noch Buschstück geholt. Das habt ihr ja gesehen. Ja, das eine Mal hatte ich beim Aufladen, da habe ich dann ja Bilder eingefügt. Und ja, da habe ich nämlich die Kamera zu Hause vergessen, weil ja. Erst hin, dann habe ich angefangen, per Hand aufzuladen. Und dann habe ich nur gedacht, so, nee. Weil das auch so warm da war und. Genau, und deshalb habe ich gedacht, so, nee, ich hole den Lader von meinem Bruder, ne, der steht ja hier zu Hause. Und dann, ja. Haben wir das, oder habe ich das damit aufgeladen? Bisschen liegt hier noch. Genau, der steht jetzt hier, weil mein Bruder ausgemistet hat.
Und da steht das schöne Stück. Und ja. Ich weiß nicht. Ich möchte den Namen jetzt nicht wieder nennen. Jedenfalls ein Gartenlandschaftsbau. Oh. Ist das ein Gartenlandschaftsbauer? Zumindest steht das immer so da dran. Und der hat ja mal gesagt, alles häckseln. Wir haben ja einen kleinen Häcksler, aber weil das alles so vererbt und verzweigt ist, hätten wir gar nicht diese Massen jetzt auf einmal weggekriegt. Das hat jetzt, das Aufladen hat jetzt mit dem Lader, wo das eingewachsen ist, halbe Stunde gedauert oder so. Ich glaube 1,80 breit, 2 oder 4,50 lang. Also hat schon ein bisschen Ladevolumen. Mit dem Lader aufgeladen, wie gesagt. Und ja, der steht jetzt hier. Warum steht er hier? Weil ich habe ja nächste Woche, so die nächsten beiden Wochen Urlaub. Und dann will ich hier den Häcksler hinstellen und da wieder alles hinhäckseln. An dieser Baumwurzel, ne? Das andere hat sich auch schon so, ja, abgesackt. Und da kommt das immer weiter rum, weil, ja, die, könnt ihr das so sehen? Ja. Die Kastanie, die da nämlich ist, die wächst nämlich da oben drauf. Und dass die vielleicht ihre Wurzeln, wenn sie welche hier am Rand hat, besser verwurzeln kann, will ich da immer drumherum halt Hackschnitzel machen. Soweit dazu. Eigentlich wollte ich, weiß auch gar nicht, wie ich das Video nenne. Auf jeden Fall, Landmaschinen sind halt teuer. Wie gesagt, ist ja auch sind auch alte Gerätschaften, ne? Nichts, ja. Was wollte ich jetzt noch dazu sagen? Ja, sind halt nicht neu. Da sind die Ersatzteile halt sehr rar, neu überhaupt rar. Und wenn neu, teuer, weil, glaube ich, nur noch wenig auf Bestand. Und ja, auch ihn hier. TÜV ist normal, aber ja, dann geht's an die, ja, man kann Ölwechsel alleine machen, ja, gut. Aber ich sag mir immer so, ich bin da, ich traue mich da im Moment noch nicht ran, weil der eine Landschafts- oder Gartenlandschaftsbauer hat immer mehrere Sachen. So ein Gerät, das zahlt man nicht mal eben aus der Portoklasse, Klasse, Kasse, zumindest wir nicht. Weil so ein Ding, außer wenn man ein billiges Ding nimmt, kostet mal eben so, ich sag mal so, über 30 Euro oder um die 30 Euro, je nachdem, wie gut man vielleicht verhandeln kann, ob man vielleicht noch ein Messangebot kriegt. Apropos Messe, nächstes Wochenende bin ich auf einer Messe. Ich weiß aber noch nicht, wie ich da filme. Und ja, und wo ich darauf hinaus wollte, ist, ich mache jetzt da einen Ölwechsel, irgendwas, Schraube kaputt, Dichtung kaputt oder was weiß ich. Ich habe den Ölfilter irgendwie kaputt gemacht oder das Gewinde. Zum Beispiel wie jetzt, wir brauchen den. Und dann hast du im Prinzip mehr kaputt gemacht, als man muss, sollte. Ja. Deshalb will ich den weggeben, aber ja. Motoröl hatte ich mal ein bisschen was besorgen, um zumindest mal was nachzukippen. Aber kleine Gebinde wie für das Auto, so 5 Liter oder 1 Liter gibt es nicht. Gibt es nur gleich in 20 Liter Kanister. Kostet dann auch mal in 100 Euro. Genau. Was aber noch jemand gesagt hatte, gesagt nicht, also habe ich jetzt in einem anderen Video gesehen. Der hat aber den Hinweis gegeben, guckt ja mal nach dem Getriebeöl, ne, ob da genug drauf ist. Das will ich hier auch noch mal machen, bei denen hier und bei den anderen auch. Da muss ich noch mal ein bisschen einsprühen, damit man die Schraube vielleicht auch aufkriegt, weil da kann ich mir vorstellen, dass das bei dem anderen das, ja, das Todesurteil war. Oder halt das Lager hat sich aufgelöst.
Eins von beiden, ne? Genau. Dann will ich demnächst mal gucken, wie das aussieht mit den nächsten beiden Wochen mit Wetter. Weil jetzt habe ich ja Urlaub, jetzt könnte man Heu machen, weil ich bin jetzt da, ich habe jetzt keinen Zeitdruck. Oder es ist alles so ein bisschen entspannter, sagen wir mal so. Und ja, ich gucke mal wieder weg. Ich weiß nicht warum. Genau. Der hier, wie gesagt, ist alles alt und hier und da und der Reifen, der macht mir so ein bisschen Sorgen. Ansonsten müssen wir von dem anderen halt ja umbauen. Aber eigentlich möchte ich den anderen zuerst nutzen, weil ja. Weil er gesagt hat, der ist auf jeden Fall einsatzbereit und bis auf das eine, ja. Das baue ich aber auch noch um. Das kommt auch noch mal. Ja. Auf jeden Fall. Landmaschinen sind teuer. Das ist, glaube ich, wenn man sowas hat, ist es, glaube ich, das mit das teuerste Hobby, was man haben kann. Natürlich gibt es auch andere teure Hobbys, aber ja. Mit Maschinen, was teuer ist, was man so als Hobby betreiben kann, denke ich mal. Natürlich Motocross und sowas kann auch teuer sein, aber so ist es halt. Also, bis zum nächsten Mal.